Ja, ein paar Bemerkungen, was unbedingt zu beachten ist bei der Konstruktion von Ortskurven, beziehungsweise was typische Fehler sind. Erstens, reelle und imaginäre Achse haben den gleichen Maßstab. Und sonst gibt es nämlich keine Kreise. Sondern irgendwelche Eier. Das heißt also, wenn Realteil von Z Maßstab ist 1 Ohm pro Zentimeter, dann ist auch Imaginärteil von Z Maß 1 Ohm pro Zentimeter oder entsprechend 100 Ohm oder Kilo Ohm und so weiter. Zweitens, der Maßstab von Ursprung, also beispielsweise die Impedanz, und Bild, also beziehungsweise die Inversion, zum Beispiel die Admittanz, sind unabhängig voneinander. Aber natürlich sinnvoll zu wählen. Haben natürlich auch unterschiedliche Einheiten, nicht? Zum Beispiel Ohm und Siemens oder Volt, Ohm und Ampere und so weiter und so fort. Und drittens, bei der Bestimmung der Min- und Max-Werte oder Min- und Max-Punkte zur Inversion ist immer die gesamte Ortskurve mit Parameter 0 bis unendlich zu betrachten. Das heißt, ergänze eventuell eine Strecke zur Geraden und einen Teilkreis zum Vollkreis. Es kann ja sein, dass nur ein Teil gefragt war, zum Beispiel nur die Frequenz von 1 kHz bis 2 kHz. Und da kommen natürlich ganz andere Min- und Max-Punkte bei raus, als wenn ich die komplette gerade betrachten würde, die von 0 Hertz bis unendlich Hertz laufen würde.